Gut, ich hatte ja versprochen, noch schnell das Video nachzumachen, was diese Aufgabe betrifft hier. Wir hatten eine gerade gegeben mit Stützvektor 102 und dem eigentlichen Richtungsvektor minus 1, 1 und dann 2. Wir hatten uns geeinigt, aus dieser mit x und y behafteten Form lieber eine x1, x2, x3 Form zu wählen, weil man dann die Ebenengleichungen schöner schreiben kann, also in Form von x1, x2, x3 und Geradengleichungen dann auch entsprechend anpassen kann und nicht mit r-Vektor arbeiten muss, sondern auch mit x-Vektor. Na, jetzt hatten wir uns schon mal Gedanken gemacht und hatten von oben das ganze Ding zermietzelt. Es geht aber auch einfacher. Also im Prinzip ist der ganze Trick folgender. Erinnern wir uns nochmal der hessischen Normalform. Also normalerweise heißt ja unsere Gleichung für die Ebene, ich schreibe es nochmal schnell davor, das war E2, 4x1 plus 3x2 ist gleich 4. So. Achtung, um Hesse anzuwenden, müssen wir unbedingt, Achtung, das ist wichtig, ich mach's mal rot, Achtung, durch 4 teilen. Warum ist einfach, hier muss eine 1 stehen, das ist ganz wichtig. So, ich mache in schwarz weiter. Das bedeutete dann x1 plus 3 Viertel, ich schreibe das mal mit schrägen Strich, weil das dann besser in die Klammern reinpasst für die Vektoren. x2 ist gleich 1. Jetzt können wir Hesse anwenden. Und jetzt wissen wir ja, der Abstand ist 2. Also was kann man machen, um jetzt hier praktisch weiterzuarbeiten, wir wissen ja, das ist ja die Gleichung, die hessische Normalform, wo wir dann sagen, hier unten ist dann Wurzel aus tralala, das ist also praktisch die Länge des n-Vektors, den man übrigens hier wunderbar ablesen kann. Also Betrag des n-Vektors hier unten drunter und naja, hier oben die entsprechenden Werte. Aber das bloß nochmal zur Erinnerung, da gibt es ein extra Video zu. Und jetzt kommt das Schöne. Jetzt sagen wir, gut, unseren n-Vektor hier abgelesen, also aus dieser hessischen. Heißt der n-Vektor ja ist gleich 1, dann 3 Viertel und 0. Da wir ja kein x3 haben. So, das ist unser n-Vektor. Und wenn wir wissen, dass der Abstand 2 sein soll, müssen wir uns rantasten. Denn wir müssen eigentlich nochmal zu unserer Form, da muss dann hinten statt des d's schon der fertige Wert 2 stehen. Beziehungsweise plus minus 2. Aber wie wir da hinkommen, sehen wir dann gleich. Ich lasse es nochmal kurz hier stehen. Also hier aufs n-Vektor und drüber und hier oben. Lassen wir es mal weg. Wenden wir mal unsere Erkenntnisse an und sagen, okay, wir müssen erstmal die Länge des n-Vektors überhaupt bekommen. Und dann müssen wir praktisch den n-Vektor anpassen. Das ist genauso, als wenn wir sagen, wir passen den n-Vektor ein, um einen Abstand eines Punktes irgendwo zu bestimmen, wo wir einen Lot gerade gebildet haben. Da haben wir ja auch den n-Vektor gebildet. Und der war ja meistens zu lang oder zu kurz. Und wenn jetzt hier zum Beispiel Punkt P ist und hier steht der n-Vektor genau darunter und der steht ja schön senkrecht auf der Ebene, alles in Ordnung, aber der ist uns zu kurz, dann müssen wir verlängern. Oder wenn er drüber ragt, dann müssen wir verkürzen. Also, jetzt erstmal die normale Länge unseres n-Vektors und die lässt sich einfach berechnen. Das geht so. Und das ist dann gleich Wurzel aus 1 und plus Wurzel aus, ich quadriere mal schon, 3 mal 3 ist 9 und 4 mal 4 ist 16. Aus der 1 mache ich schon mal 16, das geht besser. Das heißt also 16/16, einfach erweitern. Und jetzt sieht man schon, das wird eine Wurzel aus 25/16 ergeben. Also ist der Betrag des n-Vektors in diesem Fall, Achtung, ich schreibe den Betrag, ist 5/4, wenn ich dann das alles hier unter der Wurzel ausgerechnet habe. Das ist ja gut und schön, aber der wird uns nochmal mit Plus-Minus beschäftigen. Deswegen sage ich, warum Plus-Minus, sei nochmal kurz angedeutet. Wenn ich eine Ebene habe und da stößt irgendwie eine Gerade durch und ich soll, und hier kommt sie weiter raus, und ich soll einen Abstand bestimmen, der hier 2 ist, also 2 entfernt, ich mach's mal so. Oh, Jesus Maria. Das sollte alles schnell gehen. Also dieser Abstand soll 2 sein und hier hinten ist dann nochmal das Gleiche. Auch hier sollte ein Abstand von 2 sein. Naja, dann müssen wir uns da rantasten und müssen sagen, einmal geht es durch die Ebene durch und einmal darüber, also habe ich 2 Lösungen. Das ist der Hintergrund, weshalb ich sage, ich nehme n und dann schreibe ich plus minus 5/4 rein. So, und jetzt ist der Rest eigentlich ganz einfach. Wir schreiben jetzt diese Form hier, die schreiben wir entsprechend um. Und wir sagen, gut, also hier oben geht es weiter. Wir nehmen unser plus 4/5
Und wir setzen in diese umgewandelte hessische Normalform ein, die da heißt, ja, mit unserer Gleichung hier, die schnappen wir, x1 plus 3 Viertel x2. Und jetzt ziehen wir die 1 mal rüber, minus 1. Und das Ganze geteilt durch plus minus 5 Viertel. Aber hier doppelt geteilt heißt, ich kann die ganze 4 auch hochschreiben, und zwar hier oben auf dem Bruchstrich. Allerdings muss ich dann den gesamten Term hier oben erstmal einklammern. Das heißt also 4 mal das alles. Aber das plus minus 5 steht dann immer noch. Und das alles soll Länge 2 haben. Naja, jetzt ist es eigentlich bloß noch eine Sache des Ausmultiplizierens. Ich halte mal das Video an und schreibe das mal schnell hin. So, und jetzt bin ich soweit und habe das alles dann dementsprechend gemacht. Leute, schreibt Klammern, das macht sich besser, dann kann kein Plus-Minus verloren gehen oder nur ein Minus. Heißt also, ich habe mal Plus-Minus 5 genommen und jetzt steht dann noch dieser ganze Kram hier. Und jetzt kann ich noch durch 4 teilen, mache ich aber jetzt nicht. Ich könnte auch gleich ausmultiplizieren, ich muss mir aber vorher noch was klar machen. Und zwar, damit ich auch wirklich dahin gelange, muss ich sagen, ich muss mir meine Gerade nochmal schnappen, um die es geht, die ja da die Ebene durchstößt. Und da muss ich aus der Geradengleichung rausziehen. Wo haben wir die Gerade? Na, hier oben ist sie. Moment, ich halte nochmal kurz. Ach nee, ich mache es so schnell. Hier habe ich die Gerade, die kopiere ich mal runter. So, kopiert ist sie. Jetzt müsste sie hier gleich erscheinen. Schwupp, da ist er. So, und in der Geradengleichung, da kann ich bestimmte x-Werte ablesen. Und zwar x-Werte, die sich x1, x2, x3, die sich hier oben ergeben. Das heißt, also, dann ist x1, hier hatte ich noch r gesagt, ich wollte ihn ja x nennen, damit wir mit x'en arbeiten können. Ich hätte auch r1 schreiben können, x1 ist demzufolge 1 minus 1 mal t, also minus t, x2 dementsprechend 0 plus t. Hier, t mal 1. Und x3, obwohl wir es nicht brauchen, schreibe ich es jetzt mal hin, ist 2 und dann plus 2t. So. Jetzt kommt das Schöne an der ganzen Sache. Jetzt setzen wir diese Terme mal hier oben ein und können dann auch immer ausmultiplizieren. Oder ich mache es mal so, ich schreibe mal, das ist 4x1 plus 12x3 x2 minus 4 soll plus minus 10 ergeben. Und ich muss jetzt praktisch eine Art, t finden, welches dann meinen n-Vektor entsprechend anpasst. Also nochmal schnell zur Skizze. Wenn der n-Vektor hier steht, wenn der n-Vektor hier irgendwo steht, aber hier ist der Abstand des n-Vektors mal irgendwas gleich 2. Dann muss ich den n-Vektor hier entsprechend in die Richtung anpassen, mit irgendeinem Faktor. Und das werden wir jetzt gleich sehen, wie es geht. Also, letzten Endes ist der ganze Haken dann so. Ich setze das jetzt mal ein, halte aber das Video nochmal an. Also ich setze die x1 und x2 Werte hier in die Gleichung ein und halte das Video an. Halt, ich sehe gerade beim Einsetzen, ich habe Mist gemacht, 3 Viertel hatte ich ja gesagt. Und hier heißt es auch 3 Viertel. Und wenn ich das ausmultipliziere, habe ich dann natürlich nicht 12, das wäre mir jetzt zu groß geworden. Dann ist das bloß noch 3x2, aber die 4, die steht. Gut, also, jetzt eingesetzt. Und zwar für x1 diesen Term. Also heißt das 4 mal 1, 4. Jetzt kommt statt des Ganzen minus 4t. Jetzt kommt 3 mal 0, 0 und 3 mal t, t, also 3t. So, und x3 kann ich mir sparen. Und ich muss jetzt noch die 4 dahinter schreiben und das alles soll ja immer noch plus minus 10 ergeben. So, dann kann ich das hier schon mal zusammenfassen. Die 4 und die minus 4, die kann ich rausstreichen und das ergibt minus 1t, also minus t ist immer noch plus minus 10. Und jetzt kann ich es mir praktisch schon sozusagen ablesen. Jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt hier mal minus 1 nehme, dann wäre das ganz korrekt. Ne? Also dann ist das eine t also 10 und das andere t ist minus 10. Das folgt daraus. Also t1 wäre dann 10 und das andere t2 wäre dann minus 10. So oder so, ob ich nochmal multipliziere, ich kann es auch umgekehrt hinschreiben, das mag jetzt egal sein. So, jetzt kommt der schöne Trick. Jetzt sage ich, und jetzt gehe ich mit diesen Werten auf meiner Geraden wieder entlang, indem ich das für t einsetze. Also, sage ich, der
x-Vektor, der entsprechend den einen Punkt treffen wird, sage ich mal, das wird der x, obwohl es der gleiche eigentlich ist, denn der läuft ja auf der Geraden, das wird dieser werden, sage ich mal, der ist zu der, zum, zu der angepassten Lotgeraden oder was auch immer, ist der L1 zum Beispiel, dann sage ich, okay, dann wird der so ausgerechnet, 1, 0, 2, erst nochmal den Stützvektor, plus, und jetzt fange ich an mal mit 10 statt des T's, schreibe ich es hin, und jetzt minus 1, 1, 2, das ist ja der Richtungsvektor der Geraden, und wenn ich das jetzt ausmitzle, ja, dann machen wir das mal einmal, 1 plus minus 10 ergibt das, also minus 9, das nächste ergibt dann 10, 0 plus 10, das bleibt. Und der andere 10 mal 2 ist 20 und 2 22. Das ist der eine Richtungsvektor L, nenne ich ihn ruhig L1 ab jetzt. Der zeigt zu dem einen Punkt, wo der Abstand 2 ist. Und der zweite Punkt, ja, da mache ich das gleiche nochmal mit minus 10. Und das kann man dann relativ schnell hinbekommen. Also das hier wieder hingeschrieben, 1, 2 und hier vorne ist mein Stützvektor 102. Das sollte ja eigentlich für x2, obwohl das die, wie gesagt, das sind die gleichen. Aber L2 schreibe ich hin. Die, der Abschnitt L2 auf der Geraden, mache ich es mal so, ergibt sich so. Und das muss dann demzufolge sein. Minus 10 mal 1 ist plus 10. Plus 1 muss dann 11 sein. Der nächste minus 10. Und der nächste minus 20 und 2, 18, minus 18. Gucken wir uns die beiden nochmal an. Das wird also L2 sein, der dahin zeigt. Und dementsprechend kann ich auch den Punkt entsprechend bestimmen. Also wäre dann Punkt groß L1 mal so geschrieben. Oder ich lasse jetzt einfach die Ist-Gleiche weg. Also minus 9, 10 und 22. Und L2, dieser Punkt, ich nenne L2, weil er auch lotrecht den Abstand kennzeichnet. Deswegen, das, den kann ich auch ABC oder sonst was nennen. Sage ich dann, das ist der Punkt 11 und minus 10 und minus 18. So, jetzt könnte ich noch die Punktprobe machen, ob der auch wirklich auf der Geraden liegt, ob ich mich verrechnet habe oder. Ich hoffe mal, dass das so richtig ist. Ich mache nochmal kurz Pause. Ja, ich habe es nochmal überprüft. Das müsste eigentlich alles richtig sein. Also, das stimmt. Gut, dann haben wir hier ein Ergebnis und hier ein Ergebnis. Oder beides ist mein Ergebnis. Und damit haben wir diese beiden Punkte erreicht, die also entsprechend den Abstand haben. Ich schließe das Video hier.